Hi, ich wollte meinen Lesemonat drehen und ich hab Bücher gelesen, die mir sehr gut gefallen haben und ich habe Bücher gelesen, die mir ganz schlecht gefallen haben. Ja, deswegen dachte ich, drehe ich zwei Lesemonate und ich mache einmal ein Video mit den besten Büchern, die ich gelesen habe und einmal ein Video mit den schlechtesten Büchern, die ich gelesen habe. Ich fange mit den besten Büchern an, weil es ist einfach, über Bücher zu reden, die einem gut gefallen haben. Das erste Buch, This is How You Lose the Time War. Das Buch es spielt während eines Zeitkriegs, Time War, wie es im Titel steht. Und es ist aus der Perspektive von zwei Zeitagentinnen geschrieben. Und beide sind sozusagen die führenden Zeitagentinnen von ihrer jeweiligen Seite. Also beide sind auf verfeindeten Seiten in einem Zeitkrieg. Also diese zwei Zeitagentinnen, die fangen an, sich hier gegenseitig Briefe zu hinterlassen. Die sind immer auf verschiedenen Missionen irgendwann in der Erdgeschichte unterwegs. In irgendeinem Land, in irgendeiner Epoche und hinterlassen sich dann Briefe auf sehr kreative Art und Weise. Und mit der Zeit verlieben sie sich durch diese Briefe, ohne sich wirklich zu treffen. In jedem Kapitel, die kann man einen Brief lesen, der entweder von Red on Blue oder von Blue on Red geschrieben wird. Und dann ist dann noch so eine kleine Mission irgendwann in der Epoche, die keine große Rolle für die Geschichte spielt, würde ich behaupten. Und das fand ich dann eben auch nicht so super aufregend. Sachen, die mir Lust auf dieses Buch gemacht haben. Es ist einmal eine lesbische Liebesgeschichte, es gibt einen Zeitkrieg, es spielt mit Zeitreisen, deswegen es ist Sci-Fi, es ist eine Novelle, auf das Format hatte ich mal total Lust und die Prosa wird sehr hoch gehalten. Also die Welt feiert die Prosa in diesem Buch. Es ist eine sehr poetische Sprache. Bisher ist es, glaube ich, nur auf Englisch erschienen, das ist ein bisschen schade. Ich hätte es auch lieber auf Deutsch gelesen. Anderes Buch. Geilen Büchern, die ich gelesen habe, meiner Meinung nach, ist dieses Buch doch das am wenigsten geilste tatsächlich, obwohl ich mich am allermeisten darauf gefreut habe, vielleicht, weil es so vielversprechend war. Aber dadurch, dass die Prosa so poetisch ist, bleibt die Geschichte relativ abstrakt. Also, vielleicht liegt es auch in meinen Englisch-Skills, aber ich hatte den Eindruck, dass die Geschichte, dass der Plot nicht so spezifisch beschrieben wurde. Das hat mir dann nicht so gut gefallen, weil es wird. Die Zeitreisen und der Zeitkrieg wird kaum erklärt. Es ist mehr so eine Prämisse, die man akzeptieren muss für die Geschichte, was ich dann auch gemacht habe. Und das fand ich gut, aber ich habe das Potenzial gesehen, weil ich persönlich Zeitreisen total liebe und ich liebe Zeitgeschichten und das ist halt einfach nicht wirklich eine Zeitreisegeschichte. Also sie reisen in der Zeit, aber es wird nicht sehr viel auf eine Sci-Fi-Art erklärt und es ist auch nicht so vertrackt mit der Zeit. Das ist einfach eher so ein Hintergrundgag. Es ist trotzdem ein total besonderes Buch und ich bereue es auf jeden Fall nicht, es gelesen zu haben. Und das Buch hat es trotzdem geschafft, eine Spannung aufzubauen. Also ich war gegen Ende des Buchs total gespannt und ich war total pro die beiden und wollte sie total. Also ich habe total geschippt. Ja, aber hätte mir irgendwie da noch mehr an vielen Ecken gewünscht. Ja, das ist mein erstes Top-Buch im September. This is How You Lose the Time War. Das zweite Buch, das ich gelesen habe, ist Ensel und Grete. Das ist der zweite Zamonienband oder ein Zamonien-Zwischenband. Die 13. Leben des Captain Blaubeer habe ich vor Ewigkeiten mal gelesen und es hat mir ganz gut gefallen, aber ich fand es auch ein bisschen lang an Ecken. Und Ensel und Grete hat mir vielleicht ein bisschen besser gefallen, womöglich durch die Kürze. Es ist Hänsel und Gretel neu aufgelegt, sehr viel kreativer und sehr viel durchgeknallter. Und das Buch hat eine Metaebene, also die. Der Autor, der die Geschichte, der das Märchen dieser Fantasiewelt schreibt, klingt sich immer mal wieder in die Geschichte ein und erzählt ein bisschen was über sich selber und über die Geschichte und über sein Leben. Die mythenmetische Abschweifung nennt sich das. Und das ist ein sehr, sehr lustiges Stilmittel, das hier erfunden wurde, würde ich behaupten. Ja, und die Geschichte ist sehr kreativ und gleichzeitig super spannend. Also ich hatte dann wirklich ein bisschen Angst vor der Hexe an manchen Stellen, obwohl die Geschichte so abgefahren ist und ja, irgendwie ist es verrückt, dass es trotzdem spannend und lustig und schön ist. Also ich bin total pro, mir hat es richtig Spaß gemacht. Mein kleines Manko bei dem Autor ist aber, dass ich diese vielen Ausschweifungen nicht so sehr mag. Also vorläufig gibt es sehr viele lange Aufzählungen von irgendwelchen kreativen Wesen oder der Autor beschreibt richtig lange, was auf seinem Schreibtisch steht. Und ich weiß, dass das mit Absicht ist und ich weiß, dass viele Leute das lieben. Deswegen muss ich das dazu sagen, dass das einfach an mir liegt, dass ich das einfach nicht so gerne mag. Mich langweilt das auch einfach,
ja, auf Dauer, mich langweilt das eigentlich sehr schnell. Und deswegen ist das so ein kleines Manko. Deswegen würde ich sagen, 4 von 5 Sternen, nicht 5 von 5 Sternen, aber einfach total kreativ und schön. Und ich habe richtig gemerkt, dass ich richtig Bock habe, weiterzulesen, weil es so eine kreative, fantastische Welt ist, die einen einfach so aufsaugt und auf so eine Kinderbuchart schön und ja, reinziehend ist, aber gleichzeitig ist es kein Buch für Kinder. Das dritte Buch, das ich sehr gefeiert habe im September, ist Happy Fat. Happy Fat ist, glaube ich, mein Monatshighlight gewesen. Es ist auf jeden Fall ein Einsteigerwerk und ich bin Einsteiger gewesen, immer noch Einsteiger, was diese Thematik angeht. Also vor allem geht es um Diskriminierung gegen dicke Menschen, Dickenfeindlichkeit. Und dieses ganze Thema finde ich total interessant, weil da habe ich den größten Teil meines Lebens dran vorbeigeschaut und es nicht so wahrgenommen als die Diskriminierung, die tatsächlich real ist, überall zu sehen. Ich finde es immer total interessant, wenn man eine neue Art von Diskriminierung kennenlernt. Und ich finde es umso faszinierender, wenn es so eine Diskriminierung ist, die so offensichtlich ist, die man so oft sieht und so oft erlebt. Und trotzdem denkt man nicht so sehr darüber nach, wenn man es als normal hinnimmt. Und dabei ist es natürlich nicht normal. Und da geht es einmal darum, dass man dicken Menschen die gleichen Rechte gibt, dass man nicht gefeuert werden darf, wenn man dick ist zum Beispiel. Dann geht es aber auch einfach um Alltagsprobleme, die man hat, was man alles inklusiver gestalten müsste eigentlich für dicke Menschen. Und dann geht es auch um den gesundheitlichen Aspekt, dass es das Vorurteil gibt, dass dicke Menschen einmal faul sind, was ja ein psychologischer Aspekt ist, was nicht richtig ist natürlich, was aber irgendwie so verpflanzt ist in Gehirne von den meisten Menschen. Das hat auch nichts mit der Gesundheit zu tun, schreibt sie eben in dem Buch, dass man nicht ungesund ist oder stirbt, weil man dick ist. Ich schätze dieses Buch einfach, es ist total lustig geschrieben, eigentlich mag ich keine lustigen Sachbücher, aber Sophie Hagen ist wirklich so witzig. Sie ist, also, keine Ahnung, einfach sie selbst und sie schreibt das ehrlich und slutty und queer. Ich habe viele Punkte, an denen ich noch denke, aber was ist hiermit? Also ich bin nicht bei allem, ich stehe nicht bei komplett jedem Satz hinter Sophie Hagen, weil ich glaube, ich dafür auch noch mehr Bücher über die Thematik lesen müsste, um da so eine komplette Meinung zu haben. Aber hinter den allermeisten Sachen ist es ganz leicht zu stehen und alles, was sie schreibt, fand ich wertvoll für mein Gehirn. Das vierte Top-Buch, das ich im September gelesen habe, ist Der kleine Hobbit. Ich lese gerade die Herr-der-Ringe-Trilogie. Jetzt aktuell lese ich gerade den dritten Band. Aber das Buch habe ich eingeschoben zwischen dem zweiten und dem dritten Band. Manchmal heißt es der Hobbit, manchmal heißt es der kleine Hobbit. Hat Spaß gemacht. Es ist irgendwie die Welt. Man ist wieder in Mittelerde. Es ist für jüngere Leute geschrieben als Herr der Ringe. Deswegen mäßigt man dem Stil an. Aber es ist derselbe Humor, nur ein kleines bisschen alberner vielleicht. Und ein bisschen dominanter noch. Es ist episodisch erzählt, das könnte einen vielleicht stören, also es passiert ein Abenteuer nach dem anderen, aber es gibt trotzdem einen Bogen und am Ende ein Ende. Ja, also wenn man das Buch heute kaufen und lesen würde, dann würde ich dem glaube ich nicht 5 Sterne geben, sondern ich weiß nicht, wie ich es bewerten würde, aber da ist irgendwie dieser Kult dahinter. Es ist auch so cool, dass es so alt ist und trotzdem einen noch so gut unterhalten kann. Ich finde die Charaktere super. Also ich finde Gandalf ist mega witzig, auch wenn er nur geschrieben ist, um die Story voranzubringen. Gut und witzig zu sein. Und ich finde Frodo und Bilbo beide super cool. Und überhaupt eigentlich finde ich alle Hobbits total witzig. Auch in Herr der Ringe sind die Einstellung, mit der sie als Helden an ihre Abenteuer reingehen, ist so witzig und so, ist so ein schöner Kontrast. Ja, es gibt halt am Ende nochmal so eine Schlacht und ich bin immer kein Fan von Schlachtszenen. Das finde ich auch gerade im dritten Herr-der-Ringe-Band nicht so mega geil. Irgendwie lese ich das nicht gerne, so Kriegsszenen. Da sehe ich irgendwie nicht so ganz ein, warum das Leute gerne lesen. Ich mag das in Filmen auch nicht so gerne, aber ich sehe schon ein, dass es notwendig ist, wenn man bestimmte Arten von Geschichten erzählen möchte. Ja, aber das ist auch nur so eine Kleinigkeit. Ja, das Buch habe ich gelesen, direkt bevor ich das hier angefangen habe. Und dann konnte ich auch, hier gibt es halt so einen Sidekick-Zwerg, der dick ist. Und der ist wirklich auch immer der ist halt wirklich immer der Comic-Relief-Character. Also er muss immer alleine sein, weil er ist irgendwie so dick, dass er, wenn die Zwerge sich in 2 aufteilen, kriegt er keinen Partner, sondern muss dann Sachen alleine machen, er bleibt in Tonnen. Das fand ich dann ganz spannend, direkt danach das zu lesen und das nochmal zu reflektieren. Das waren die
vier besten Bücher, die ich diesen Monat gelesen habe, also im September, diesen Monat, im September 2020. Ich kann wirklich jedes von diesen Büchern empfehlen. Sie sind alle sehr unterschiedlich. Und, ja, ich kann aber jedes dieser Bücher ganz im Herzen weiterempfehlen. Ja, ich kann sie einfach nochmal weiterempfehlen. Und ja, was habt ihr so Cooles im September gelesen? Schaut euch gerne auch mein Video mit den schlechtesten Büchern, die ich im September gelesen habe, die ich hasse und die ich euch gar nicht weiterempfehlen kann.